Mit gutem Benehmen kommt man im Leben weiter, nicht nur privat, sondern auch im Berufsleben. Wie speziell Handwerker nicht nur mit fachlicher Kompetenz, sondern mit professionellem Auftreten punkten können, weiß Umberta Andrea Simonis. Frau Simonis, seit rund 2 Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit Verhaltensfragen im Handwerk. Warum ist das so wichtig? Handwerker definieren sich zuerst mal über ihre fachliche Leistung. Das heißt, sie glauben, dass für den Kunden die fachliche Qualität und die fachliche Leistung das Entscheidende ist. Aus Sicht des Kunden ist aber die fachliche Qualität selbstverständlich, weil sonst würden sie es ja selber machen, sondern wichtig ist, wie eine Arbeit erbracht wird, wie die Kommunikation ist und wie es der Handwerker schafft, als Dienstleister Vertrauen bei dem Kunden zu erlangen. Was macht denn für Sie persönlich gutes Benehmen aus? Für mich ist gutes Benehmen dann, wenn jemand in der Lage ist, empathisch zu sein. Das heißt, wenn er den anderen wahrnehmen kann, wenn er zuhören kann und wenn er merkt, was braucht diese Person jetzt, damit er sich gut fühlt. Gerade als Dienstleister, wenn ich als handwerklicher Dienstleister unterwegs bin, brauche ich diese Fähigkeit, dass ich sehe, wen habe ich gerade vor mir, wie geht's dem, was braucht der, damit er sich entspannen kann, damit ich meine Arbeit gut machen kann und damit dieser Kunde am Schluss auch Vertrauen zu mir hat. Natürlich ist wichtig, dass ich auch echt bleibe, dass ich authentisch bleibe und dass ich auf Augenhöhe mit meinem Kunden sozusagen stehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie arbeiten viel mit Handwerksbetrieben. Was sind in der Regel die größten Widerstände, die Sie überwinden müssen, um für mehr Kundenorientierung und Kundenempathie zu sorgen? Sprich, womit tun sich Handwerker am schwersten? Also Handwerker tun sich manchmal schwer, die Brille des Kunden aufzusetzen. Die erleben sich eben als fachlicher Dienstleister und meinen, dass die persönlichen Themen, die Kommunikation, das Auftreten eben nicht so wichtig ist. Deswegen ist es manchmal schwierig für Handwerker zu verstehen, wie tickt denn mein Kunde, was braucht er? Also Beispiel am Anfang, wenn ein Handwerker zum Kunden kommt und es steht eine Montage an. Der Handwerker möchte am liebsten so schnell wie es geht anfangen. Am liebsten hätte er schon das schwerste Teil auf dem Rücken und wird loslegen. Für den Kunden wirkt es wie so ein Überfallkommando. Ja, der will ja erstmal wissen, ja, wer ist das jetzt, der da kommt, was passiert heute, wie lange dauert das, an was muss ich denken. Der will ja erstmal sich einstimmen in die ganze Sache. Das sind zum Beispiel so typische Widerstände, wo der Handwerker meint, ja, es kann doch jetzt losgehen und der Kunde braucht noch was ganz anderes. Kann man denn sagen, dass professionelles Auftreten und die Zukunftssicherheit eines Handwerksbetriebes zusammenhängen? Also eine erfolgreiche Servicekultur in einem Handwerksunternehmen wird durch die Mitarbeiter lebendig. Der Kunde erlebt die Mitarbeiter, den Handwerker, als kundenorientiert, als serviceorientiert in seinem Verhalten, in seiner Kommunikation, in seiner Art, wie er die Arbeit macht. Insofern ist das professionelle, kundenorientierte Verhalten entscheidend wichtig, einmal, um die nachfolgenden Kunden und Aufträge zu sichern, weil nur begeisterte Kunden kaufen weiter und empfehlen weiter. Das ist die eine Basis. Die andere Basis ist, dass durch erfolgreiches, kundenorientiertes Verhalten der Handwerker selbst wieder eine gute Rückmeldung bekommt, Feedback, Anerkennung, Wertschätzung auf seine Arbeit, mehr Freude, mehr Spaß hat an seinem Arbeiten, dass es auch sich leichter tut zu arbeiten, weil der Kunde ja ihm gewogen ist, weil ein Vertrauensverhältnis besteht. Das heißt, auch wenn es mal schwierig wird oder Reklamationen auftauchen, ist der Kunde nicht so angespannt, sondern ist kooperativer. Das heißt, der Handwerker hat mehr Spaß am Arbeiten, kommt besser durch, ist relaxter. Damit, die beiden Faktoren gehen zurück ins Unternehmen, ist natürlich der Chef auch wieder entspannter, kriegt gute Rückmeldungen auf das Ganze und ist auch wieder motivierter, da einzusteigen. Und es ist ein Kreislauf, der sozusagen wieder alle nährt. Insofern unterstützt kundenorientiertes, professionelles Auftreten die Zufriedenheit, die Begeisterung des Kunden, die Zufriedenheit des Mitarbeiters und die Zufriedenheit des Chefs. Und alles zusammen hilft auch, ein gutes Betriebsklima zu fördern und zu verankern, sodass gute Mitarbeiter bleiben und neue passende Mitarbeiter angezogen werden.
Also das ist ja auch eines der wichtigsten Themen im Handwerk heute. Wie sichere ich meine guten Leute bei mir und wie kriege ich in Zukunft auch ausreichend passende Mitarbeiter? Auch dafür ist die Servicekultur, die gelebte Servicekultur, die wichtigste Basis. Gibt es konkrete Zahlen, an denen man feststellen kann, dass Kundenaufträge aufgrund von Fehlverhalten oder keinem guten Benehmen von Handwerkern nicht zustande gekommen sind? Also man sagt, dass ungefähr 50% aller Renovierungen und Umbaumaßnahmen im Haus oder in der Wohnung gar nicht erst gemacht werden, weil die Kunden oder die Privatleute vor allen Dingen eigentlich Angst haben und Bedenken haben, was passiert, wenn sie sich Handwerker ins Haus holen. Das heißt, die Leute haben Angst vor Dreck, vor Ärger, vor Dingen, die kaputt gehen, Termine, die nicht eingehalten werden, vielleicht, dass es auch mehr kostet wie vereinbart. Also alles Mögliche an Bedenken und negativen Vorstellungen ist da und das verhindert auf jeden Fall eine große Anzahl nach wie vor von Aufträgen fürs Handwerk. Sie führen eine Agentur und geben zusammen mit Ihrem Trainerteam Seminare für handwerkliche Mitarbeiter und Führungskräfte. Wie viele Handwerksbetriebe haben Sie denn schon erfolgreich beraten? Also wir haben in den letzten 20 Jahren über 600 Beratungskunden gehabt und über 30.000 Teilnehmer in den Seminaren gehabt. Sie haben das Buch geschrieben, Mehr Erfolg im Umgang mit Kunden. Über 100.000 Leser, ein sehr erfolgreiches Buch. Was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Also zuerst mal war ich schon einige Jahre Marketing-Spezialistin im Handwerk. Das heißt, ich habe viele Handwerkskunden als im Bereich Kundenorientierung, Neukundengewinnung gehabt. Habe also in das Thema schon reingeschnuppert, sehr gut. Und so die Initialzündung habe ich bekommen durch ein ganz negatives Handwerkerlebnis persönlich. Weil ich hatte mir vor so 16, 17 Jahren ein neues Büro machen lassen vom Schreiner, also neue Möbel Maß schreinern lassen und war natürlich sehr gespannt, was passiert an diesem Tag, wenn ich diese Möbel bekomme. Es war eine ziemlich große Investition für mich und natürlich bin ich schon da gesessen und war nervös und angespannt und ja, habe mich sehr gefreut natürlich auch. Und vereinbart war 8 Uhr Lieferung. Um 8 Uhr war keiner da, um 9 Uhr war keiner da, um 10 Uhr war keiner da, um 11 Uhr war keiner da und so ging das weiter bis 16 Uhr abends. Die Firma war an diesem Tag auch nicht telefonisch erreichbar. Das heißt, ich konnte einfach nur da sitzen und warten. Und dann kamen diese Leute eben um 16 Uhr, wollten sichtbar auch gerne wieder gehen bald, weil Feierabend, und sind dann da gestanden, hatten schon die schweren Teile auf den Schultern, haben sich nicht vorgestellt, haben die Sachen mir ins Büro geknallt im Grund, vor die Nase hingestellt und haben gesagt, so, und jetzt brauchen wir eine Unterschrift, und weil es ist Feierabend, ne? Und da war ich also so enttäuscht und dachte mir, nee, das geht überhaupt nicht. Und ich habe denen natürlich keine Unterschrift gegeben und habe mich dann mit dem Chef am nächsten Tag lang unterhalten, dass das für mich so gar nicht geht. Der war natürlich äußerst erstaunt, was da jetzt nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich ihm das mal erklärt, wie ich mir das als Kunde vorgestellt hätte. Und da habe ich gemerkt, in diesem Bereich ist noch so viel Luft drin. Da könnte man so viel gestalten, dass dieser Montage- oder Liefertag für den Kunden einfach ein super Tag wird, wo der sich noch Jahrzehnte daran erinnert, ja, wie pünktlich die Leute waren, was das für nette Monteure waren, wie freundlich die waren, wie sie einen gut beraten haben dazu und wie man dann total happy war, da zu unterschreiben und dann glücklich war, ja, und dann darüber erzählt. Ja, weil ich habe über diesen Schreiner ja nur Negatives erzählt und die Chance wäre ja, wenn eine Lieferung oder eine Renovierung läuft, das zu nutzen, damit die Kunden begeistert sind und später darüber berichten. Wie man sich zu benehmen hat, weiß doch heute eigentlich jeder. Warum ist Ihrer Meinung nach der Handwerkerknigge bis heute ein Standardwerk? Also die Situation hat sich im Grunde nicht groß verändert, weil für den Handwerker ist der Auftrag, den er beim Kunden zu erledigen hat, Alltag. Für den ist es ganz normal. Für den Kunden ist es meistens eine Ausnahmesituation. Ja, wenn ich zum Beispiel eine neue Küche bekomme vom Schreiner, das kriege ich ja vielleicht 2-3 Mal in meinem Leben, so grob.
Das heißt, ich bin aufgeregt, ich bin gespannt. Für mich ist das eine Ausnahmesituation, weil auch dieser Handwerker in meinen persönlichen Räumen sich aufhält, vielleicht sogar 2-3 Tage, je nachdem, was zu tun ist. Und da lasse ich ja normalerweise nur meine Familie, meine guten Freunde, Vertrauenspersonen, und der geht jetzt bei mir hier aus und ein. Das heißt, immer wenn ein Handwerker zum Kunden geht, prallen eigentlich zwei Welten aufeinander, und die gilt es sozusagen zusammenzubringen. Und dieses Thema ist eigentlich zeitlos. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Punkte dieses Buches? Also mein Knicke für Handwerker ist ja wie ein Ratgeber geschrieben in übersichtlichen Stichworten. Und von Abfall bis Werkzeug werden alle wichtigsten Situationen geschildert. Wie verhalte ich mich als Handwerker, damit der Kunde begeistert ist, damit ich leichter arbeiten kann, das heißt für mich auch angenehmes Arbeiten habe, mehr Anerkennung und mehr Lob bekomme, und damit am Schluss der Kunde so begeistert ist, dass er eben weitere Aufträge vergibt bzw. mich weiterempfiehlt. Können Sie unseren Führungskräften 3 einfache Tipps mit auf den Weg geben, damit Ihre Mitarbeiter beherzigen, dass am professionellen Auftreten kein Weg vorbeiführt? Also für die Führungskräfte, für die Chefs und Chefinnen im Handwerk gibt es 3 ganz wesentliche Sachen zu wissen. Einmal ist es ganz entscheidend wichtig, dass in dem Unternehmen klare Spielregeln existieren. Wie verhalten wir uns? Wie treten wir auf? Wie wollen wir unserem Kunden gegenüber uns präsentieren? Wie zeichnen wir uns aus als handwerkliche Dienstleister? Die wenigsten Firmen haben diese Spielregeln aufgestellt. Das heißt, jeder macht das so ungefähr, wie er meint. Und somit ist es auch schwierig, diese Mitarbeiter zu führen, weil es ja auch oft keine klaren Regeln und Vorgaben gibt, die man gemeinsam vorher erarbeitet hat. Das heißt, diese sogenannten Service-Standards, wie ich sie nenne, wären für mich oder sind für mich die wichtigste Basis für eine funktionierende Servicekultur im Unternehmen. Also der zweite wichtige Tipp für Führungskräfte, für Chefinnen und Chefs im Handwerk ist, dass sie wissen müssen, Menschen, also ihre Mitarbeiter, verhalten sich oder verändern sich in ihrem Verhalten nur dann, wenn sie daraus einen spürbaren Nutzen haben. Das heißt, wenn der Chef seinen Mitarbeiter eine Visitenkarte machen lässt und sagt, das übergibst du jetzt morgen deinem Kunden, dann sagen die meisten Handwerker, okay, schon wieder irgendein blödes Zeug, was ich machen muss, noch mehr Arbeit, verstehe ich nicht, habe ich keine Lust dazu. Diese Visitenkarten werden wahrscheinlich nicht verwendet. Der Handwerker muss verstehen, dass wenn er die Visitenkarte einsetzt beim Kunden, dass er sich eben als Dienstleister präsentiert mit seinem Namen, dass der Kunde mehr Vertrauen fasst, dass er im Umkehrschluss ja ein leichteres Arbeiten mit diesem Kunden hat, dass er mehr Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Das heißt, Veränderungen, die eingeführt werden sollen, funktionieren nur mit Menschen, die verstehen, was habe ich denn davon, wenn ich was anders mache? Was habe ich für einen persönlichen Nutzen? Und der dritte entscheidende Punkt ist, dass Veränderung oder positives Verhalten, Kundenorientierung nur funktioniert, wenn ich eine ausreichende Rückmeldung bekomme, Anerkennung, Wertschätzung für mein verändertes Verhalten. Das heißt, wir brauchen in einem Unternehmen eine Kultur von Rückmeldung. Wir brauchen Kundenbefragungen, die dauerhaft laufen und deren Ergebnisse auch die Mitarbeiter zu sehen bekommen und zu lesen bekommen, damit sie sehen, durch mein Verhalten bewege ich was. Durch mein Verhalten kann ich meinen Erfolg und unseren gemeinsamen Erfolg steuern. Was sind kurz und knapp die wichtigsten Erwartungen und Wünsche, die ein Kunde heute an ein Handwerksunternehmen hat? Also das sind die Klassiker. Nummer 1, immer und ewig Pünktlichkeit. Ja, die Zeithoheit des Kunden respektieren heißt das. Das heißt, Menschen von heute sind noch viel mehr darauf aus, dass sie ihre Zeit gut einteilen können, dass sie ihre Zeit nutzen können. Das heißt, wenn ich was ausmache, muss ich es einhalten. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich rechtzeitig Bescheid geben. Also Punkt 1, Pünktlichkeit. Dann wollen die Leute wissen, was passiert denn eigentlich heute oder was wird gemacht. Die wollen Informationen haben über das, was getan wird. Also man muss einfach mit den Leuten auch reden. Ja. Punkt 3,
das Thema Umgang mit meiner Privatsphäre, mit meinen privaten vier Wänden, mit meinem Eigentum. Ich brauche als Kunde das Gefühl, dieser Handwerker sieht, ah, hier ist ein schönes Parkett, ah, hier ist ein Teppich, da lege ich was vorher aus, da kümmere ich mich drum, damit das, was der Kunde hat, eben geschützt ist und in Ordnung bleibt. Also Respekt ist das auch ganz stark. Der vierte Punkt, ganz, ganz wichtig, das Thema Sauberkeit. Also die Zeiten, wo man als Handwerker gesagt hat, ja, also wir gehen jetzt, und die Hausfrau durfte dann 1,5 Tage, 2 Tage aufräumen und sauber machen, sind definitiv vorbei. Das heißt, der Kunde erwartet, dass wenn der Handwerker gegangen ist, schaut die Wohnung Minimum so gut wieder aus wie vorher. Genau. Und der letzte Punkt, ganz wichtig und sehr gern vergessen, ist eine Abnahme am Schluss, wo der Mitarbeiter wirklich dem Kunden zeigt, was habe ich denn gemacht, wie funktioniert das Ganze, was kannst du damit tun, dass er die Freude mit dem Kunden teilt. Das heißt, dass die Abschlusssituation, bevor er geht, positiv ist. Und dass, wenn es irgendwelche Dinge zum Klären gibt oder es nicht ganz geklappt hat oder es gibt nur eine Nachlieferung oder es ist irgendwas, vielleicht eine Kleinigkeit kaputt gegangen, irgendeine Kleinigkeit, dass der Handwerker dem Kunden das Gefühl gibt und eine klare Linie gibt, wir kümmern uns drum. Also es geht weiter, es wird behoben, es wird geklärt, es wird gerichtet, es wird gemacht. Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit dem Verhältnis von Gesellen und Meistern zu Kunden, sondern Sie haben sich auch mit Auszubildenden beschäftigt und quasi einen Kniegel für Auszubildende verfasst. Was sind denn die größten Unterschiede, die die jungen Leute noch lernen müssen, die jetzt bei gestandenen Gesellen und Meistern gang und gäbe sind? Also in meinem Buch lege ich den größten Wert darauf, in allen Situationen, die ein Auszubildender so erleben kann mit dem Kunden, ihm eine Unterstützung zu geben, dass er mehr Sicherheit bekommt. Im Auftreten, in der Kommunikation, in der Körpersprache, in der Art, wie ich mit meinen Teamkollegen, mit meinem Chef und mit dem Kunden umgehe. Also Thema Sicherheit, Souveränität ist ganz, ganz wichtig. Das, was ich mit meinem Buch erreichen wollte, ist, dass es nicht der Azubi als No-Name-Brotzeitholer bleibt, sondern dass dieser junge Mensch ja irgendwo selbstbewusst wird und sagt, okay, ich bin ein angehender Fachmann und so verhalte ich mich auch und so stehe ich auch da und so möchte ich auch vom Kunden wahrgenommen werden.